Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Und das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Na, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Wäre schön, wenn ihr die Waffe wieder wegstecken. Gut. Klingt so, als hätten die sich gut organisiert. Also ich bin so... Ist mal schön. Die Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch... Auch Bomben verbessern. Das klingt gut. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas... Ah, eine Werkbank. Was haben wir denn? So, ich habe einiges. Werkzeug Level 3 von 5. 9mm Pistole. Revolver El Diablo. Vorsicht! Okay, das ist gut. Anfern. Komm, Jungs, das schafft ihr. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch. Fertig! Mach schon! Drück drauf! Es geht los! Wir schaffen uns! War ja klar, dass es jetzt funktioniert, während wir da sind. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Das stimmt. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Super. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, hä? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das.
Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. War klar, dass jetzt was passiert. Leute umlegt, oder? Ja, das muss manchmal unter Brüdern sein. Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! War klar, dass da jetzt irgendwas passieren muss. Wäre ja zu einfach gewesen. Eins war ja auch ein Abenteurer wie ich. Eins wäre auch ein Abenteurer wie ich. Doch dann hat er einen Pfeil ins Knie bekommen. Komm schon! Los, komm schon! Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke! Räuber, wir kommen zur Brücke! Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen für euch, bleibt nur... Wir sind hier, Ellie, versteck dich! Maria, oh verdammt! Diese Lümmel. So, müssen wir erstmal ein bisschen heilen hier. War klar, dass jetzt irgendwas passiert ist. Wäre ja zu schön gewesen, wenn es hätte einfach mal super klappen können. Aber nein. Yeah, Axt. Es ist halt immer komisch, dass man halt mit R2 nachlädt. Das ist halt irgendwie so richtig. Ja, natürlich. Nicht gut in sowas.
Könnt ihr doch nicht bringen. Meine Mutter ist zu, du Bastard. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wo steht noch einer? Steht noch einer. War klar, dass der oben ist. Alle sind. Wir haben alle erledigt. Gut, kann ich jetzt mal gucken, ob ich looten kann. Oder nicht. Danke. Ich bin schon da. Ja, ich weiß, dass wir zu den Mädels müssen. Aber bringt ja nichts. Wenn man das mit. Joel! Jetzt mach schon! Was ist das denn? Wow! Da bin ich, du Arschloch. Na komm. Achso, ja, das sind gar nicht unsere Feinde. Weißt du, unendlich Muni, aber nichts, dass ich looten kann. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Ich hab da aus Versehen auf dich, sie geschossen, aber. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ich... Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Ich hab's kommen sehen. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen.
Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, oh, wo lang? Mist. Komm mit. Ellie. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen. Ich muss mal kurz pullern. Oh nein, jetzt reiten mir Pferde. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. So, da bin ich wieder. Aufzuräumen. Okay, sei vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Da sind Spuren. Na komm. Yay, hotte Hü. Kann dem Pferd nicht ordentlich mal die Sporen geben? Din, 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 din. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sau. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Bin mal gespannt. Ich glaube, ich werde auch gleich mal ein Päuschen machen. Was essen. Hier geht's nicht weiter. Hochspuren. Ich muss in den Wald sein. Ey, was soll das denn bloß? So, dann müssen wir den Ellie also weit hinterher. Da, Spuren. Okay, gut. Ach, Ellie, meine Güte. Dass sie sich schlecht fühlt, ist klar, aber das ist jetzt nicht die Lösung gewesen. Jetzt. Gehen wir. Oh,
Was zum? Wie viele sind es? Verdammt, viel zu viele. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Da drüben! Du bist tot, Arschloch! Naja, so viele waren das jetzt auch wieder nicht. 5 Stück oder so. Da bist du ja! Ich wette, mit dir passiert doch gleich was. Brennen, Arschloch! Au! Oh! Wo steht noch einer da? Heile sind voll. So, so. Hier muss doch irgendwo noch einer sein. Ja, komm raus. Du Lappen. Aber dann halt nicht. Sausack. Die Axt finde ich cool. Das waren alle. Bist du dir da sicher? Hoffentlich ist dem Pferd nichts passiert. Weil eigentlich sollte dem nicht so viel passiert sein. Es sollte nur einen Schrecken gekriegt haben. Interessant, wie sind die Elche durchgekommen? Komm, zu den Pferden. Oh, die kommen zurück. Das ist okay. Bin ich fair? Tja. Geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Klar, wenn die Spur weitergeht, warum nicht? Gehört jetzt wahrscheinlich eher zu denen. Ellie ist jetzt ein Waldmensch. Mit
Jo, wo bist du, kleine Ellie? Wir suchen dich und wir vermissen dich. Da, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Ja, komm. Oh, komm schon, wirklich. Sieht sicher aus. Da bin ich mal gespannt. Vorsicht. Ellie? Ellie? Ich bin hier. Oh, Herrgott. Wo? Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Wo ist die Kleine jetzt schon wieder? Na, hier gibt es noch ein paar Sachen zu looten. Das gefällt mir ganz gut. Nur dieses weitgeräumige Haus gefällt mir nicht so wirklich. Schönes Bad. Also die... Lass mich raten, ist bestimmt da. Hat aber viele Bäder, die Ranch. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Tja, Joel, daran hast du nicht gedacht, hä? Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Ich gehe hier. Sieh da drüben nach. Wo ist der Typ? Da habe ich mir doch schon fast gedacht. Oh!
mit der Axt eigentlich zufrieden, aber die hat nur noch einen Schlag. Bleib da! Du bist tot, Arschloch! Er hat eine scheiß Knarre! Geht außen rum! Da war wohl ziemlich verarschen! Alles sauber. Kann man mal machen. Diese Lümmel. Dies war leicht knapp. Na, da ist ein Pfeil zerbrochen. Gehen wir raus zu den Pferden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bei den Schüssen wären die Pferde schon längst abgehauen. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Verfolgt, geht Joel da nicht einfach mit, dann wäre so, dann hätte A, er was zu tun, B, sollte er sich ein bisschen in die Ellie reinversetzen und Nummer C, könnte er dann auf seinen kleinen Bruder aufpassen, sozusagen. Also entweder sterben sie dann beide oder keiner. Und dann wäre auch die Frau von seinem Bruder ein bisschen entspannter. Ich meine, auf jeden Fall, Joel hat doch sowieso niemanden mehr. Das ist ein bisschen untaktvoll von dem. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht empfehlen. Er hat sich's doch überlegt. Interessant. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Habe ich mir schon fast irgendwie gedacht. Aber es ist ein schöner Move. Kriegt das andere Team den Ball? Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. What? Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Na dann. Ruhig, Kallus.
Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können. So, ich würde aber sagen, schickt für heute. Ich will noch was kochen. Ich habe nämlich erstens Hunger und habe keine Lust mehr, was zu holen. Careless. Und dementsprechend, ja, war cool. Macht's gut, Leute.